So, liebe Leute, wir sind zurück in der Pokémon Karmesin Nuzlocke. Und wenn ich mich jetzt mal kurz im Discord mute, um da vielleicht, genau, danke, um da vielleicht nicht irgendwie, ja, jemanden, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich mich gemutet habe, vergesse einfach. Wir sind in der Pokémon Karmesin und Purpur Nuzlocke. Bei mir ist er Karmesin. Und bevor wir jetzt anfangen, ich weiß, es wird wahrscheinlich die ein oder andere nerven. Ich möchte es aber trotzdem drin lassen. Das ist halt mein Run von diesem Spiel. Ich möchte halt trotzdem versuchen zu Shiny Hunt. Ne, haben wir gerade, das haben wir schon. Aber hier haben wir Nebulak. Und ich hätte schon gerne einen Gengar. Und einen Shiny Gengar halt erst recht. Deswegen fliegen wir jetzt mal dahin. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen einen Shiny Gengar zusammen. Das wäre natürlich richtig cool. Und der Win an der Sache ist ja dann, wenn wir einen Shiny Gengar kriegen oder einen Shiny Hanniba kriegen. Wir bekommen ja. Nicht, wo ist das Shiny Nebulak? Na, mein Pornopärchen. Ah, wusste ich doch, dass der kommt. Ah, ich wusste schon. Hallo? 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 Ah? Ich wusste schon, warum ich mich gemutet habe. Ich wusste, dass du reinjoinst. Ich wollte aber nicht gerade mitten im Redefluss sein, wenn du hereinjoinst. Wie geht's dir, mein Hasenpups? Wunderbar und selbst. Ja, geht. Ich musste heute wieder mal kurzzeitig an der Menschheit zweifeln. Ach, das tue ich jeden Tag. Und wish me luck, ne? Versuche jetzt einen Shiny Nebulak zu organisieren. Nice. Ich habe gestern mal versucht, in einem Ausbruch ein Shiny Fluette. Ah, das hat nicht funktioniert. Ja, mir fehlen halt noch die ganzen Sandwiches und so. Und jetzt das in die Höhe zu treiben, ist halt jetzt nicht das Ding. Die Shiny Ja, Chance. Sandwich habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe einfach mal so probiert, weil ich gerade Zeit und Bock hatte. Ich versuche jetzt auch gerade bloß, weil ich Zeit und Bock habe. Und wenn ich jetzt die Nebulax nicht bekomme, dann mache ich natürlich meine Arenen weiter. Aber das ist jetzt gerade hier eine gute Option, ne? Ein gutes Geist-Pokémon zu kriegen. Und hey, es ist halt Dann noch Nebel. was wiederbeleben. Es ist was wiederbeleben und es ist halt Gengar, ne? Gengar ist schon. Haben wir Glück? Ja, Nö. es greift nicht an, oder? Ja, es greift nicht an, aber es ist nicht shiny. Okay. Komisch. Das ist echt komisch. Das ist ja voll strange. Der nächste Bug im Spiel. Ja, ist so. Ich habe gerade mal in meinen Laptop reingeguckt. Ja. Der hat ja 8 GB Arbeitsspeicher. Und ich muss ja gucken, ob ich ein oder zwei Ports habe. Ich habe zwei Ports, aber nur einen RAM. Also nur einer ist belegt. Das heißt, Okay. ich kann mir jetzt erstmal 8 GB nachbestellen. Und hinterher tausche ich da, oder ich tausche die direkt durch zwei, also zwei 8er RAM-Riegel. Dass ich auf 16 komme. Wie man das halt so macht, ne?
Ja, wenn schön Weihnachtsgeld da ist, dann tue ich mir den RAM bestellen und ein neues Akku für den Laptop. Das Akku ist jetzt auch schon 7 Jahre alt und macht natürlich jetzt auch nicht mehr die dollsten Sachen mit. Das glaube ich dir gerne. Ich habe mir da erstmal Krams bestellt, noch Laptop-Tasche, eine neue, eine SSD, dann ein SSD-Gehäuse. Dann so USB-C auf USB-C-Kabel. Ja, ich habe mir auch einen USB 3.0 Hub jetzt bestellt für auf den Schreibtisch drauf. Der kam heute. Da muss ich jetzt jede Sequenz einzeln hinzufügen oder kann ich irgendwo sagen, Sequenz 1 bis Schieß mich tot? War in Premiere. Na, jede einzelne, das ist irgendwo Steuerung N drücken, weißt du das noch nicht? Ja, und den Namen ändern. Ja, das kann man mit Copy-Paste machen. Ja, ich nenne das ja eh nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mache. Also ich mache jetzt erstmal. Also mein Ziel, mein Goal für heute sind auf jeden Fall erstmal 10 Stück. Du, ich muss da noch meinen TikTok-Account erstellen dafür. Ja, ich habe, ich glaube, ich habe 230 Views oder so auf dem einen. Aber das aktualisiert halt total scheiße, weil ich habe immer noch nur, ich glaube, 13 Likes drauf, aber in meinem Posteingang stand schon, ja, 40 Leute haben dein Video geliked. Gut, das kann natürlich auch sein, dass wenn die Leute das dann wieder aus ihrer Page entfernen, dass das dann natürlich auch wieder weggeht. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit TikTok aktuell noch viel zu wenig aus, ne? Das kommt bei mir jetzt alles demnächst noch. Oh ja, Dito, aber... Wiedergabeauflösung. Warte mal. Oh nee, Digga, muss ich jetzt. Oh, jetzt muss ich wieder. Jetzt habe ich Mox gebaut. Muss ich wieder die Auflösung anpassen. Ich sag ja. Ah, da Sequenzeinstellung. Timmy und YouTube. Nee, Premiere Pro. Ja, hör mal, ich werde richtig gut Freund noch mit dem Programm irgendwann. Ja, du, soll ich dir den Pro-Tipp geben? Je mehr du es benutzt, umso besser kommst du damit klar. Learning by doing, richtig. Es ist einfach so. Ja, mein Gott, ich habe ja gesagt, ne, ich will das ja, nur das dauert halt bei mir dann wahrscheinlich einen Ticken länger, ist dann halt einfach so. Aber ja, du bist halt Rentner, ne, das ist mir ja schon. Oh ja, Digga, ey. Aber immerhin, morgen habe ich einen Entspannten auf Arbeit, weil ich heute an der Anlage meine 5 Versuche gefahren habe und gemerkt habe, dass die Anlage für weitergehende Versuche ungeeignet ist, weil ich einfach keine gescheiten Ergebnisse kriege. Also ich kriege Ergebnisse, aber die sind halt nicht auf die große Anlage übertragbar, weil wir einfach ein Problem haben, dass erstmal die Mischung nicht ganz homogen ist, die ich da reinschmeiße. Also sprich, habe ich da dann gerade, habe ich Glück, wird das rausgefördert. Habe ich Pech und da ist dann halt zu wenig von Katalysator dabei, der das weich machen soll. Ja, setzt sich vorne die ganze Einheit zu.
Und das habe ich meinem Chef so gesagt. Da habe ich gesagt, ich sehe da jetzt keinen Sinn, an der Anlage weiterzumachen. Und da hat mein Chef gesagt, ja, hast du recht. Und das heißt, morgen stehe ich nicht an der Anlage. Sondern? Weil es kein... Ja, weiß ich noch nicht. So. Ich Kleinkram und Dokumentation, was halt noch offen steht, so ein bisschen. Und dann haben wir halt Besprechung, wie wir es jetzt machen, weil wir haben ja auch noch andere Projekte an der Anlage. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder auf die umswitchen. Aber da kann ich morgen definitiv nichts machen, weil ich den Schaum dafür 24 Stunden vorher in den Trockenschrank legen muss und trocknen muss. Wegen der Luftfeuchtigkeit. Und da wir momentan nicht wissen, wie viel und was für Schaum wir überhaupt noch da haben, weil wir da mal in den Keller ins Lager müssen, werden wir das morgen tun. Das heißt, morgen läuft da definitiv nichts. Es geht in den Keller. Oh ja. Ich habe aber übrigens das Bild mit den Chilis, die habe ich von meinem Chef bekommen. Oh Gott, also. Die gelben heißen Pineapple, die rote ist eine Peter Pepper und die andere rote, die ründliche, ist eine Carolina Reaper. Oh Gott. Nee, du, nee. Ah, die haben doch nur, warte mal. Warte mal, Zucht von im. Ja, als schärfste Chili-Sorte der Welt. Das steht sogar in Guinness Buch der Rekorde. Hat 2,2 Millionen Scoville. Boah, aber das Witzige ist, wenn ich eine Carolina Reaper in mein Chili koche. Ich hatte ja auf meinem Geburtstag, das Chili hatte ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Weil ich da ja so viel reingehauen habe, aus Versehen. Warte mal, Pineapple Chili. Gucken wir mal, wie scharf die denn sind. Schärfegrad 7 mit 15.000 bis 30.000 Scoville. Ja, die ist ja harmlos. Die ist ja richtig harmlos. Und wie viel hat die Peter Pepper? Peter Pepper Chili. Auch bekannt als spanischer Pfeffer. Okay. 10.000 bis 23.000 Scoville. Ja, ist doch nix. Kannst du auch so essen. Aber die Carolina Reaper, die ist natürlich hardcore. Die kannst du auch so essen. Wenn du dich traust. Also wenn ich du wäre, Timmy, würde ich dir so essen. Hör mal, es ist alles eine Frage des Preises. Digga, du, nee, aktuell ist, nee. Ich gehe auch gerne in Vorleistung. Also, ich will nicht sagen, ich habe diesen Monat ein bisschen viel bestellt, aber der Black Friday hat sich bei mir halt wirklich rentiert. Ja, alles gut. Und das war noch nicht mal, ne? Ich gucke immer noch nach Lampen von hier Govi, von meiner Lampenmarke, weil ich mir gerne noch so LEDs in die Küche hängen würde und halt hier noch im Raum. Was so schade, ne? Dass du so schlecht an die Shinies rankommst. Du vielleicht. Ja, du findest es ja aus Dummheit, ey. Wisst ihr, was du mal echt machen kannst? Mal einen Nuzlocke und Shiny finden. Das wäre mal nice. Ja.
Das, mach dich mal nützlich. Halt dein Maul. Ah. So langsam wird der Timmy hier zum... Digga, du hast zwei Videos geschnitten. Ich bitte dich. Halt den Ball flach, Timmy. Halt den Ball flach. Nein, ich bin ja gerade an der... an unserer Nasslok dran. Also sorry, wenn ich heute nicht der Gesprächigste bin, aber ich, wie gesagt, ich konzentriere mich gerade. Alles gut, es ist schon nice, jemanden da zu haben, so Quatsch. Gestern war auch Dummi da im Discord, also von daher. So, dann setze ich auch hier die Rasierklinge. Zack. Das war gestern auch da, der hat seinen Delfin trainiert nebenbei. Und der hat gesagt, du sollst mal schneller das Tutorial rausbringen zum EV-Training. Ja, Hauptsache, der schickt mir das um 10:30, ne? Schickt er mir das erst. Los. Einfach nur mit der Bemerkung, los. Da reicht doch zu, was willst du noch? Willst du eine Einladung? Ja. Also, nur mal, um dir die Ausmaße von so einem Tutorial, wenn du das gut machst, zu verdeutlichen. Mein Tutorial von Sonne und Mond hat 30.000 Views, ne? Ja, Digga, ist ja okay. Hör mal, ich will jetzt keine Bäume ausreißen. Ich bin aktiv, ich bleibe aktiv dabei. Nur ich muss das halt alles auch ein bisschen managen. Und jetzt ist gerade mir, ehrlich gesagt, die TikTok-Videos, weil ich die schon die ganze Zeit aufgeschoben habe, sind mir aktuell gerade ein bisschen und minimal. Und Playlists Playlist auf deinem Kanal einrichten. Das sollte dir auch wichtig sein. Ja, Digga, wie gesagt, alles... ne, nach und nach. Sonst, wenn es zu viel ist, dann verliere ich irgendwann die Lust. Da verliere ich die Lust. Nein, aber ist doch alles easy peasy cheesy. So, jetzt habe ich geguckt, ne, und natürlich habe ich keinen scheiß shiny Viech gekriegt, ey, das ist nervig. Das ist richtig nervig. Ich meine, wenn ich mir hier meine Kanalanalyse der letzten 28 Tage angucke, bin ich vollkommen zufrieden, und das ist eigentlich auch Motivation, jetzt hier da richtig rein zu climben. Ne? Ist ja alles okay? Ja, ne, wenn die Views kommen, macht das schon mehr Bock, als wenn niemand kommt. Ja, ist schon recht. Frag mich mal damals zu meinen Top 7 Zeiten und so, da, das war auch geil. So, erstmal noch das neueste Video auf Twitter teilen. Das ist halt auch so eine Sache, die ich gerne mal vergesse. Ja. Man muss sich dran gewöhnen, das ist dann einfach so. Das ist einfach nur Gewohnheitssache. Ja, das wäre halt geil, wenn es da einen Bot für geben würde. Natürlich gibt es einen Bot dafür. Es gibt sogar einen Discord-Bot, der Dingsbums. Nein, ich meine jetzt nicht Discord, sondern das direkt auf Twitter. Ich glaube, du kannst es sogar beim YouTube-Upload einstellen, dass es direkt, also zumindest ging es früher mal, dass du es einstellen kannst, dass du direkt auf Twitter postest. Meine ich nämlich auch, dass es sowas mal gab. So, wir waren ja gestern hier oben gewesen. Ja, hier waren wir gewesen. Da biegen wir das nochmal hin und dann laufen wir nach unten, machen die Raids, die da auf dem Weg sind. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Und dann machen wir die Elektro-Arena. Sollte uns ja relativ einfach fallen mit unseren 15 Boden-Pokémon gefühlt im Team. Ja. Welches Level hat die Alte? Ist theoretisch Arena 23, Nummer 23, 3. 23 bis 24. Ja, das schaffen wir easy.
So, warte mal. Jetzt haben wir das hier gemacht. Jetzt muss ich wieder rüber switchen. Wisst ihr, was echt bitter ist, Alter? Ich habe auf Arbeit ein nagelneues MacBook Pro liegen, ne? Und ich komme nicht dazu, das einzurichten. Das ist bitter. Einfach so viel Krams nebenbei gemacht werden muss. So, da ist die Rasierklinge. Habe ich eine Shiny gefunden? Ich habe eine Shiny gefunden! Wir können was wiederbeleben! Ich habe eine Shiny Clonkett! EZ, aber ich bin ja der Lacker hier, ne? Arschloch. Oh, ich bin eigentlich ein bisschen dämlich gewesen. Hm. Ach, ich suche mir einfach neue Szenen raus. Aus den Videos mache ich das. Oh, Maschallah, Alter. Maschallah. Wir können etwas wiederbeleben. Ach, Mann. Oh, Hephaistos, Alter, das ist ein Name. Ist das ein Männchen? Ist, oh, Alter, wir haben Hephaistos gefangen. Einfach ein shiny Clonkett, ey. Aber die Frage ist, was belebst du wieder? Und was machst du ohne Domi, der direkt alles aufschreibt? Selber schreiben. Warte mal, ich schicke jetzt Domi eine Sprache. Seht ihr? Und deswegen lohnt es sich, bei so einem Nuzlocke nicht einfach zu rushen, sondern mal ein bisschen zu erkunden in der Open World. Wir haben jetzt einfach bloß das viel random gefunden. Ich schicke dir jetzt eine Memo. Warte. Maschallah, Domi, bewegt deinen Arsch in den Stream. Domi, Bro, wir haben Shiny gefunden. Ein Clonkett. Wir haben es Hephaistos getauft. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich wiederbeleben soll. Ich bitte um Hilfe. Wenn du ready bist, bitte komm in den Stream. Du kannst doch gerne mit dem Discord kommen. Kuss, Kuss, bis gleich. So. Boah, Alter. Das sah mir gerade schon so komisch aus, als das da stand, weil das hatte eine hellere Farbe. Ich dachte mir so, ist das jetzt wieder so ein scheiß Schattenfehler von dem scheiß Spiel mit der scheiß Grafik? Oder ist es ein Shiny? Und da habe ich dann mein Donphan rausgeholt mit dem langen Rüssel und der hat erschnüffelt, dass es einfach ein Shiny gewesen ist. Maschallah, Alter, maschallah. Aber es ist echt dumm. Erstmal Real Rap, dass die das nicht mehr anzeigen wie früher. Dass es keine Shiny-Animation mehr gibt. Timmy? Ja, ich musste gerade gucken, ob bei uns das Wasser noch ist, weil mir gerade eine Mutter aus der Kita, die bei uns hier unten wohnt, geschickt hat, dass wohl am Sonnenhang, das ist bei uns jetzt hier in der Nähe, ein Wasserrohrbruch ist. Und ist noch Wasser? Ja, wir haben Wasser. Ja, easy. Boah, ich freue mich gerade so, dass wir ein Revive wenigstens haben, ey.
Es wird auch, to be honest, langsam Zeit. Ein Stadi vom Typ Eis. Boah, kann man machen. Ja, aber ist jetzt nicht so das Geilste. Eis ist nicht so der geilste Typ, finde ich. Digga, ich hab Bock Sonntag auf Raid. Ja, und da war Stadi schon tot. Ich bin enttäuscht, dass Dave nicht da ist. Der hat Urlaub. Ich weiß, dass der Urlaub hat. Der war gestern da. Da kommt er heute wahrscheinlich wegen dir. Kann auch gehen. Ich schicke ihm einfach mal eine Memo, mein Gott. Ja, warte, mache ich jetzt. Aber erstmal Rasierklinge. Ich bin gerade am Rasieren. So. Aber wenn du das schon nicht in-game machst, dann machst du wenigstens beim Videoschneiden, ne? Digga. Ich habe in-game voll rasiert mit meinen zwei Shinies. Oh yeah, du hast zwei Shinies random gefunden. Hm, du Gangster. Ich hab Shiny Klonkit. Ja, Digga, ich spiel auch eine Nuzlocke. Bei mir ist es ein bisschen wichtiger, als bei dir eine Scheiß-Shiny zu finden, Alter. Ey, du Homolord, hör auf, an dir rumzuspielen und komm in Andres Stream. Hop, hop. Hop, hop. Aber zu ihm Homolord sagen. Außerdem sagt man sowas nicht. Zu Dave schon. Warte, jetzt kommt entweder kommt gar nichts, weil er am Pennen ist, weil er wieder so einen scheiß Rhythmus hat, oder ich mach die, ach, apropos, ich muss auch noch Jesse schreiben. Jesse. Das schon mal erledigt. So, weiter im Text. So, haben wir jetzt hier. Ich weiß nicht mal, wie sich Klonkit entwickelt, Alter. Auch nicht. Soll ich ein Video dazu machen? Digga, das gibt's seit Gen 8.